Im Spiel der Salzburg-Mumbauer gegen der AK ÖGB zunächst einmal ein Foul. Und das gibt natürlich logischerweise Elfmeter hier bei diesem Spiel. Der Elfmeter wird ausgeführt. Tor oder nicht Tor, das ist hier die Frage. Läuft ein Schuss und Tor! 1:0, herrlich gemacht. Die Spieler der Salzburg-Mumbauer gehen mit 1:0 in Führung. Und diese Führung war auch absolut hochverdient. Bei so einem Schuss hat man als Goalie nicht den Funken einer Chance. Dann wieder eine weitere Aktion. Kann nach vorne laufen. Aber diesmal gut aufgepasst. Somit kein weiterer Treffer. Wiederum die Salzburg-Wombau. Aber der Ball geht dieses Mal am Tor vorbei. Und es bleibt vorerst beim 1:0. Somit kein weiterer Treffer und das Spiel bleibt auf jeden Fall spannend. Dann wieder die Salzburg-Mumbauer. Ja, wieder ein Rückpass. Nicht ganz ungefährlich. Immer noch die Salzburg-Mumbauer. Ach, nicht vom eigenen Tor herumspielen. Aber der Ball geht ins Out. Somit keine Änderung beim Spielstand. Dann wieder der AK ÖGB. Pass zur Mitte. Ah, eine Unsicherheit. Aber der Goalie, der Salzburg-Mumbauer, kann den Ball halten. Jetzt wieder ein Schuss. Scheitert zunächst. Nachschuss und Tor. Da ist der Ausgleich zum 1:1, wenn man den Ball nicht wegbringt, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn er reingeht. Der Endstand in dieser Begegnung lautete jedenfalls 1:1.